Hallo und herzlich willkommen zu Britta's Talk. Diesmal trafen wir für euch jemanden, der aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken ist. Schon in frühester Kindheit fing er an den Musiktellern zu drehen und baute sogar seine eigene Nebelmaschine. Da ist ganz klar, dass er an den großen Diskotheken nicht fehlen durfte, wie zum Beispiel P1, Das Pascha, Dorian Gray. Und als er dann sein eigenes Tonstudio besaß, war es auch klar, da mischte er mit den ganz Großen mit. Zum Beispiel Thomas Stein, Daniela Katzenberger, Lukas Cordalis und. Kai Soffel alias DJ KC. Mit ihm sprachen wir für euch darüber, warum er nach Frankfurt kam, was es mit der World Peace Parade auf sich hat, wen er schon alles getroffen hat, mit wem er zusammengearbeitet hat und natürlich auch über seine neuesten Projekte. Aber seht selbst, schaut es euch an, viel Spaß dabei. Hallo, heute befinden wir uns im Tonstudio unseres heutigen Gastes. Er ist vierfacher Unternehmer, DJ, Moderator, Musikproduzent und aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Kai Soffel alias DJ KC. Hallo Kai, schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo Britta, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich total. Kai, ich meine, ich sehe ja jetzt hier, dass dein Tonstudio ist ja echt riesig hier. Bevor wir aber auf das Tonstudio kommen, nochmal eine Frage. Wie hat eigentlich alles begonnen bei dir? Oh, Gott sei Dank habe ich keine Alzheimer. Also ich kann mich wirklich noch dran entsinnen. Das hat angefangen in den 80ern. Also ich habe bei einer Diskotheken-Installationsfirma gelernt und Radio- und Fernsehtechniker. Und wir haben Diskotheken eingerichtet und in irgendeinem Club, wo ich war und musste Plattenspieler testen und hin und her, sprach der Chef mich an und sagte zu mir, hast du Lust, hier Musik zu machen? Sag ich, ja, ich mache das zu Hause nur so ein bisschen. Also da war ich 15, ja, und nee, mach das. Also ab sofort musste ich meinen Chef sagen, dass ich donnerstags und freitags nämlich dann später kam, weil ich mittwochs und donnerstags in dem Laden dann aufgelegt habe bis nachts 1 Uhr. Nach 3 Monaten hatte er für mich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht war, ich durfte nicht mehr mittwochs und donnerstags dort auflegen. Die gute war ab sofort dann freitags und samstags. Ja, und dann irgendwann, so ging das weiter, und dann sprach sich das irgendwie rum. Ich habe irgendwie Glück gehabt. Spielte relativ schnell in Großdiskotheken wie der Starlight in Kassel. Ich komme aus Nordhessen. Spielte im Starlight in Hessig-Lichtenau, im Bebram, Hypodrom. Und das waren so die angesagten Läden in Nordhessen. Und dann hörte mich irgendwann auch mal Gerd Schüler. Und er sagte, hast du nicht Lust, nach Frankfurt zu kommen und da aufzulegen? Das habe ich dann auch gemacht. Allerdings nicht fest bei ihm. Weil da kam einer und der hat mich dann gekascht, wo ich hier oben war. Und das war Heinz Brandenstein. Das war der Besitzer der Tennisbar Bad Homburg. Ja, und der hat mich dann, wie man so schön sagt, als DJ verhaftet. Und da war ich ja dann später auch 13 Jahre, von 88 bis 2001. Ja, so ging das los. Oh, lange Zeit. Und war für dich als Kind schon immer klar, ich mach was mit Musik? Ja, das war es eigentlich immer Nachteil meiner Eltern, ja, weil also ich habe die elterliche Anlage im Wohnzimmer auseinandergenommen, habe also da gemeint, man müsste umbauen, habe dann auch diverse Lautsprecher abgeschossen und habe dann natürlich immer gesagt, ich war es nicht, ne? Klar war ich's. Und habe dann irgendwann selbstgebaute Lautsprecher gebaut, habe mir dann auch Licht selber gebaut. Mein Zimmer sah schon damals als Zwölfjähriger aus wie eine Diskothek, also mit irgendwelchen Lampen, also da gab es auch so eine Schüssel. Situation. Ich hatte dann die Vorhänge zugezogen und habe mir dann selber eine Nebelmaschine gebastelt und sowas und habe dann voll Druck da drin Musik gehört. Und auf einmal mache ich so den Vorhang auf und denke, weil da waren komische Lichter bei mir vom Fenster und dann haben die gedacht, das würde bei mir brennen dadurch. Und dann stand die Feuerwehr gerade mit dem Löschzug vor der Tür und wollte mich da rausholen. Ja, und das war meine erste selbstgebastelte Nebel- und Lichtanlage und Tonanlage. Und auch die Nachbarn waren, glaube ich, froh, wo ich dann irgendwann da nicht mehr gewohnt habe. Das glaube ich so ein bisschen. Und wie ging es dann weiter? Also du warst dann bist als DJ unterwegs gewesen, ja. Und hast dann irgendwann gesagt, jetzt bist du quasi der Musikproduzent, du produzierst Musik. Oder wie ging es dann bei dir weiter? Ja, das war so ein schleichender Prozess. Natürlich habe ich dann irgendwann, ich habe auch Frank Farian kennengelernt, das war ein Stammgast von uns in der Tennisbar. Ich habe Michael Stark kennengelernt, der Jennifer Rush gemacht hat. Dann hat er noch alles gemacht, Two Unlimited und alles. Dadurch hatte ich natürlich einen Zugang schon zur Musikindustrie.
Industrie und hatte auch immer Bock, was zu machen und habe dann irgendwann auch angefangen, meinen Toningenieur zu machen, also meinen Bachelor, meinen Master zu machen, so das Ganze auch ein bisschen auf geschulte Beine zu stellen. Und das hat viel Spaß gemacht. Dann habe ich so ein Auslandsjahr gehabt bei der BBC in London. Da habe ich Madonna dann damals kennengelernt, als Kabelträger noch, ja. Aber ich durfte dann nach 3 Wochen auch an einer Nummer von ihr arbeiten, weil ich ja da auch schon was lernen sollte. Und ja, so ging das dann los. Und irgendwann kam das Glück dazu. Dann gab es irgendwann mal die erste Gold und Platin. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Und ja, und seitdem irgendwie weit über 30 Jahre, es läuft. Irgendwie, es läuft einfach. Immer noch wirklich mit Herzblut dabei, sozusagen. Ich denke, man kann es nur machen, wenn man Herzblut hat. Also du kannst so einen Job nicht machen, nur einfach aus Geldgründen. Es ist zwar nett, wenn man auch mit Geld bedroht wird. Das ist immer eine nette Vorstellung. Klar, Geld braucht jeder. Aber das steht für mich nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht die Leidenschaft zur Musik. Ob es als DJ ist, ich bin ja immer noch sehr, sehr, sehr viel unterwegs und sehr viel aktiv. Ich komme jetzt gerade von Malta zurück. Habe in Portugal jetzt gespielt. Ja, ich bin eigentlich nur unterwegs im Moment. Und auch der nächste in Berlin, aber ich glaube, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Ja, also es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß an den Decks draußen, aber es macht auch Spaß, meine Radiosendung zu machen, ob das jetzt Radio Frankfurt 95,1 ist, wo meine Club Night jetzt über 228 Sendungen habe ich dort gemacht. Also da spiele ich praktisch Clubmusik jeden Samstag 2 Stunden, das ist die Casey Club Night. Immer von 22 Uhr bis Mitternacht und seit 3 Monaten jetzt auch bei Antenne Mainz, 106,6, ja, ich glaube, das ist die Frequenz, 106,6, genau. Und da läuft meine Club Night sogar jeden Samstag 4 Stunden. Jetzt kommt noch, so wie es aussieht, das Inselradio Mallorca dazu und noch diverse anderen Sender. Also auch das läuft richtig gut und natürlich, da wo wir gerade sind, hier im Tonstudio und das täglich. Du hast ja vorhin erwähnt, du hast die eine Goldauszeichnung bekommen, hast auch Platin-Auszeichnung bekommen. Ja. Wie hast du dich denn bei der ersten Auszeichnung gefühlt? Oh, das ist natürlich erstmal, du stehst mit zitterigen Händen da. Du gehst auf eine Bühne rauf. Wir hatten das ja sehr offiziell damals in der Tennisbar auf der Bühne, wo das Ganze gemacht worden ist. Schwitzige Hände, ein irres Gefühl. Zu wissen, man kennt dich, also aus dem Studio, man kennt dich jetzt, also nicht als DJ, sondern als Musikmacher. Und derjenige, der sie mir damals übergeben hat, war kein geringerer wie Fritz Rau, der ein persönlicher Mentor auch von mir war, Chef von Mama Konzerts, hat alle großen Konzerte gemacht, Michael Jackson, Pink Floyd und alles. War ein ganz großer in diesem Geschäft, ist leider vor 3 Jahren gestorben und der hat mir damals meine erste Platin in die Hand gedrückt und hat nur zu mir gesagt, Junge, ich hoffe, du bist klug genug, dir diesen Satz, den ich dir jetzt sage, einzuprägen. Auf der Treppe nach oben immer schön freundlich sein und grüßen, weil auf der Treppe nach unten kommen sie dir alle wieder entgegen. Das stimmt, da ist wirklich was Wahres dran. Das sollte man sich echt behalten. Also das finde ich wirklich, ist ein toller Satz. Ich finde es auch wirklich so. Ich finde auch so Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wo ich ja jetzt auch nun zugehöre irgendwo, wird manchmal viel zu sehr Hype gemacht. Also mal ehrlich unter uns, Britta, wenn ich mich zu Hause auf dem Klo nicht hinsetze und bleib davor stehen und am besten noch so großkotzig den Deckel runterschnallen lassen, dann habe ich Stress. Also gibt es keinen Unterschied. Sozusagen, also wenn du das so siehst, nein, wirklich nicht. Und sag mal, mit wem hast du denn schon alles zusammengearbeitet? Oh, das sind ganz viele Leute. Also ich arbeite natürlich auch oft mit medialen Leuten. Das bringt meine Verbindung alleine schon. Der Manager, mein Manager ist der Thomas M. Stein, den kennt man ja. Früher Juror von DSDS. Also er hat ja auch mit so DSDS so mit erfunden, sollte ja eigentlich mal Pop Idol Germany heißen. Und da gab es aber einen anderen Produzenten, der diesen Namen sich hat sichern lassen, wo er das mitgekriegt hat, dass Thomas das hier macht. Und dann hat der Thomas gesagt, ich lasse mich nicht abpressen. Dann heißt das Ding, Deutschland sucht den Superstar. Also da gibt es auch eine ganz lustige Geschichte zu. So, ich habe dir noch gar keinen Namen genannt. Welche Künstler ich mache, fällt mir gerade ein. Stimmt, jetzt wo du sagst. Also gut, dann nehmen wir mal ein paar Namen. Also mit Daniela Katzenberger habe ich gearbeitet, mit Lukas Gordalis habe ich gearbeitet, mit Costa. Costa bis zu seinem Tod. Mit Daniela und Lukas habe ich ein wunderschönes Weihnachtsalbum gemacht und da hat mir eine Titelseite auch in der Bildzeitung. Da stand dann drin, also ich muss mal gucken, den Artikel habe ich irgendwo noch.
Mit der Katzenberger steht dann, mit der Katzenberger stößt Frankfurter Produzent Kai Soffel alias DJ Casey Helene Fischer von Thron, weil wir innerhalb von einer Woche Nummer 1 waren in den Album, in den Weihnachtscharts, und wir hatten dann sogar Probleme, dass die Plattenfirma uns angerufen hat und hat gesagt, nach 2 Stunden waren alle CDs, wir haben also auch richtige CDs machen lassen, die waren dann innerhalb von ganz kurzer Zeit ausverkauft und weg waren sie, und da mussten die nachpressen lassen und das ging da mehrmals, und dann ging es ja also echt rund, und das war eine tolle Geschichte. Also Daniela zum Beispiel, mit Otto bin ich gerade was am machen, Otto Vargas, den kennt man, ich arbeite viel im Moment mit Thomas Foster, wir machen viele Bond-Sachen, wir haben mit Michelle McCain eine wunderschöne Nummer gemacht, No Time to Die, für den aktuellen Bond-Film, der jetzt in die Kinos kommt, hoffentlich, trotz Pandemie. Das haben wir gemacht. Mit Thomas mache ich ganz viel. Er sitzt mit seinem Studio auch in Salzburg. Ich sitze hier in Frankfurt. Und so arbeiten wir synchron. Also da haben wir ganz viel gemacht. Mit Tom Wilcox habe ich gerade eine Platte gemacht. She's Like the Wind neu. Da sind wir auch relativ hoch in den Charts. Dann habe ich mit Frankie Miller und mit Hagen was gemacht. Der ja früher C-Block und alles gemacht. Der Garcia und diese ganzen Produkte. Mit dem habe ich jetzt gerade einen Titel veröffentlicht. Jetzt letzte Woche Holiday. Das läuft auch schon ganz gut an. Wir sind, glaube ich, 70 die Woche auch eingestiegen in den Charts. Ich habe jetzt vor, mit Jay Frog eine Nummer zu machen. Wir sind am Kontaktieren, noch nicht spruchreif ist, aber ich denke, es wird funktionieren. Und das sind so die Künstler. Jay Frog ist ja von Scooter. Mit Ferris von Scooter habe ich auch schon was gemacht. Oh, mit wem habe ich noch alles gearbeitet? Es sind ganz viele. Mit Frank Farian gearbeitet, mit Peter Ries, der auch wie meine zweite Haut ist, also einer meiner besten Freunde auch. Mit Peter Ries habe ich ganz viele schöne, hat auch damals DJ Casey als Künstler produziert, fängt er jetzt gerade auch wieder mit an. Dazu habe ich ihn genötigt irgendwo, aber er hat sich nötigen lassen von mir. Entschuldigung, das kommt vom Rauchen übrigens hin. Also Peter Ries, das ist so ein ganz enger Mensch um mich rum, ein ganz, ganz lieber Mensch, hat ja die DJ KC-Sachen früher produziert, jetzt habe ich ihn dazu wieder hingenötigt, das mit mir zu tun, hat er aber auch gern getan, er hatte auch Bock drauf, da mache ich gerade Sachen, ich mache jetzt gerade auch was oder habe was gemacht mit Jamil Mark, kennt man ja von Jamil Spoon. Also es sind ganz, ganz viele witzige und verschiedene Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, ob das jetzt mit DJs ist oder mit anderen Produzenten. Es macht eigentlich immer Spaß. Und das Schöne ist, umso größer der Künstler ist, umso unkomplizierter ist er eigentlich. Wenn du jetzt deine ganzen Arbeiten immer so in den Charts hörst oder siehst, dass sie in die Charts kommen, ja. Wie fühlt sich das denn für dich an? Ist das jetzt mittlerweile, dass du sagst, naja gut, ist halt so, wusste ich jetzt eh? Oder ist das immer noch so ein besonderes Gefühl und du denkst, wow? Es ist immer ein besonderes Gefühl und es wird sich niemals da so eine gewisse Routine einschleifen. Das ist einfach nicht so, weil so ein Song, musst du dir vorstellen, ist immer Herzblut. Du machst das mit verschiedenen Leuten, die Songs, du versuchst neue Wege. Es ist immer wieder schön und ich glaube, wenn das eintreten würde, dass es mir egal wäre, dann würde ich aufhören mit dem Beruf, weil ich denke einfach, diese Emotion und auch dieses Fiebern, ich kann ja auch nicht sagen, ich habe ja manchmal überhaupt kein Gefühl, ich mache eine Nummer, ich finde sie cool, aber sage, naja, clubmäßig wird es funktionieren, radiomäßig gar nicht, und da wurde ich schon öfters eines anderen gestraft, ja, also eines anderen belehrt auch, indem die Sachen auf einmal im Radio rauf und runter liefen, wo ich gedacht habe, niemals spielen die das im Radio, und so ist es auch umgekehrt. Da habe ich gesagt, das Ding ist mega fürs Radio. Das Radio wollte es nicht haben, haben nur die Clubs gespielt. Oder es ist gar nicht gespielt worden. Gab es natürlich auch. Also du produzierst ja hier nicht einen Hit nach dem anderen im Studio, sondern du hast auch viele Flops. Nur die Flops kriegen die Leute nicht mit. Aber das Schönste, was du eigentlich hast, und ich glaube, da kann ich dir deine Frage noch am einfachsten und am detailliertsten mit beantworten, sind die Menschen um mich rum. Das sind meine Fans, das sind diese Leute, die dieses mögen, was ich tue, auf der Bühne als DJ, als Produzent, was auch immer, als Künstler. Egal, was ich tue, die Menschen heben mich. Ohne sie wäre ich nichts. Und das vergessen viele Künstler, dass man ohne die Künstler, ohne die Fans ist man gar nichts. Man ist null.
Ja, die meinen immer, sie werden alle die großen Macher. Es gibt keine großen Macher. Es gibt nur Menschen, die andere Menschen mögen und diese Arbeit mögen und sie und dich damit weiter transportieren. Die bringen dich wieder neue Menschen, da kommen wieder neue Menschen auf dich zu. Sie kommen zu deinen Konzerten, sie kommen zu deinen Auftritten. Sie sind da. Sie nehmen teilweise, ich habe also Fans auch, die nehmen hunderte von Kilometern auf sich, um zu Auftritten von mir zu kommen. Das ist beeindruckend. Das macht einfach totalen Spaß. Und auch wenn ich irgendwas poste auf Facebook oder auf Instagram oder was auch immer, auf Twitch, auf YouTube, überall, wo wir sind, die Leute teilen es. Sie transportieren mich permanent. Und ohne die Fans bist du gar nichts. Und das sollten viele Künstler nicht vergessen, dass eigentlich ihre Fans, auch wenn nicht jeder immer einfach ist, es gibt auch welche, die sind nicht einfach, klar, aber wir sind ja auch nicht einfach. Ohne die Fans bist du gar nichts. Die Fans sind eigentlich die wirklichen Macher. Ich habe jetzt auch gesehen, dass du ja jetzt seit letztem Jahr, März, einen YouTube-Kanal hast. YouTube-Kanal, genau, der YouTube-Kanal. Ja, also aus der Not eine Tugend. Wir haben Corona gehabt. Facebook war es dann immer komisch, wenn du dann im DJ-Set gespielt hast. Permanent wurde der Ton dann gecuttet oder das Video rausgeschmissen oder einfach die Live. Also es war immer seltsam. Also hat man nach Alternativen gesucht. Instagram ist eigentlich das gleiche in grün. Passiert Ausgleiche. Dann habe ich mit YouTube angefangen und das funktionierte auch. Also die haben es dann vielleicht im Nachhinein nochmal abgestellt und haben Passagen stumm geschaltet. Das liegt einfach an Urheberrechten. Du spielst ja nicht nur deine eigenen Sachen, du spielst ja auch andere Sachen. Klar, du willst ja, dass die Leute Spaß haben, wenn sie deine Live-Videos gucken. Ja, und dann werden die halt abgestellt. Und so haben wir aber YouTube angefangen. Jetzt versuche ich da regelmäßig was reinzumachen. In letzter Zeit muss ich leider sagen, sehr wenig, weil ich im Moment schon wieder sehr viel auf der Bühne bin. Jetzt insgesamt 2 Radioshows jede Woche, also jede Woche 6 Stunden Radioeinsatz auch habe. Dann natürlich das Tonstudio hier, das andere Studio noch drüben. Dann haben wir noch unsere Eventfirma. Also meine Mitarbeiter wollen natürlich auch beschäftigt werden. Und ja, ich muss mich auch drum kümmern. Und deswegen kommt das gerade ein bisschen zu kurz, weil wir machen ja auch viel so Internet-Streaming aus der Produktion. Also das heißt, du hast also auch die Möglichkeit, hier zuzugucken, wie wir einen Song machen. Das mache ich mit meinem Partner Thomas Foster zusammen. Der sitzt in den Foster-Kent-Studios in Salzburg. Ich sitze hier in den KC-Studios. Und dann sind aus beiden Studios laufen die Kameras. Die Leute sind live im Chat mit dabei, können auch Fragen stellen, können uns Löcher im Bauch fragen, können uns auch Verbesserungsvorschläge geben, die sehr oft kommen. Ja, und dann produzieren wir einfach live einen Song und die Leute sind einfach dabei. Und das hat sich jetzt so ein bisschen verlagert, aber ich muss mich natürlich auch noch ein bisschen mehr um YouTube kümmern. Aber momentan fast ausschließlich Twitch. Was ich noch sagen muss, ich habe da ja auch mal reingeguckt in dieses Twitch. Mhm. Und ich muss sagen, ich finde das sehr faszinierend, dass ihr das alles so offen zeigt. Das macht ja auch nicht jeder. Offen eure Arbeit zeigt und dass die Leute da wirklich mit reingucken können und euch dann auch noch Vorschläge machen können. Also ich muss da sagen, wirklich Hut ab. Ich finde das super, weil das macht auch nicht jeder. Ich denke immer, Hochmut kommt vom Fall. Und man muss dankbar sein. Außerdem sind die Menschen für uns, wir hatten es gerade über Fans und über Menschen, die das interessiert, was du tust. Und es ist wichtig, diesen Menschen zuzuhören. Sind auch diese Menschen, die deine Songs später kaufen sollen oder streamen sollen oder was auch immer oder dich bei Auftritten und Konzerten zu besuchen. Also ist das für uns ein ganz wichtiger Indiz. Und für mich ist es auch eine schöne Form, den Menschen etwas zurückzugeben. Ja, also ich sage immer, klar, es ist eine gewisse Kunst, vielleicht Musik auch, ja, aber es ist auch viel Handwerk. Und ich denke, was nützt mir die ganze Kunst, wenn ich nichts weitergeben kann? Irgendwann bin ich nicht mehr, aber dann haben es vielleicht noch 10 andere hinten dran auch gelernt und die kommen damit vor und dann stehe ich da oben, lächle und sage, yes, das ist alles richtig gelaufen. Nein, also ich finde, dass gerade auch den Jungen, den Rookies auch so ein bisschen die Chance zu geben, das auch zu machen. Ich möchte die Leute motivieren, Musik zu machen. Ich möchte sie motivieren, am Ball zu bleiben. Und irgendwann funktioniert es. Natürlich hat nicht jeder Vitamin B und hat gleich einen dicken Plattenvertrag. Das sind oft viele Etagen, die du erstmal laufen musst, bis du dann an der Etage bist, wo sich eine Tür öffnet, wo du wirklich durchgehen kannst und sagen kannst, okay, ist mein erster Deal. Aber wir wollen halt damit einfach die Leute
ermutigen. Wir hören auch ganz viele spannende Talente. Mit denen setze ich mich auseinander, mit denen telefoniere ich, mit denen schreibe ich. Die lade ich auch hier ins Studio ein. Und wenn einer mir richtig gut gefällt, dann nehme ich den auch unter Vertrag. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ja, super. Und aber auch wie du schon sagst, viel wichtig ist auch Vitamin B. Ich glaube, ohne Vitamin B kommst geht du einfach nichts. Nicht mehr voran. Deswegen sage ich ja, wir hatten das Beispiel von Lou Bega, ja, Mambo Number 5. Und so ist es ganz viel. Ich denke, ganz viele Hits bleiben einfach in der Schublade liegen und es wird mit Sicherheit so viel bessere Musikproduzenten geben, wie ich das bin. Oder auch ein Frank Farian oder ein Thomas Foster oder ein Peter Ries und wie sie alle heißen. Besser wie wir alle sind, wird es mit Sicherheit geben. Nur die haben halt nicht dieses Vitamin B. Die werden nicht gehört. Die haben nicht diese vielen Fürsprecher, die über sich reden. Weißt du, wenn du über dich selber redest, das, ich sage mal, wenn man über sich selber singt, das ist alles schön und gut, aber es ist doch viel geiler, wenn andere Menschen über dich singen. Das heißt, wenn ein anderer über dich spricht, dann bist du interessant. Wenn du es selbst selber tust, dann musst du aufpassen, dass die Leute sagen, oh, Aufschneider oder ich weiß. Dann hast du dir natürlich auch gedacht, du machst zwar so viel, aber das reicht dir nicht. Und deswegen wurdest du Botschafter der, jetzt muss ich doch leider gucken, World Peace Parade. Ja, die World Peace Parade. Also ich kriegte vor 3 Jahren irgendwie einen Anruf von Armin. Armin muss man dazu sagen. Armin war damals Mitinitiator auch der Love Parade. Und die Love Parade kennt man ja noch. Dann wurde sie irgendwie verkauft. Ist es ja an diesen Schaller da, an diesen Getränkeschaller verkauft worden. Der hat ja auch leider dieses Unglück dann in Duisburg gehabt. Aber daran sieht man, ist es meine persönliche Meinung, Gier und einfach noch mehr Leute reinpressen und dann passiert sowas. Aber gut, ist ein anderes Blatt Papier. Ich will jetzt auch nicht so politisch werden, aber es hat mich damals schon sehr mitgenommen. Und dann rief mich irgendwann Armin an, das war 3 Tage vor der ersten World Peace Parade in Berlin. Und rief mich an und sagte, ey Alter, hast du Bock aufzulegen? Ich brauche einen Headliner. Ich möchte, dass du bitte auflegst. Auflegen? World Peace Parade? Klar mache ich das. Also ich habe keine 2 Minuten überlegt. Da war das Ding, für mich klar. Ich war zu der Zeit nur gerade in Hamburg im Studio, weil wir haben ja das neue Paso Doble Album Urknall gemacht, was ja Paso Doble und DJ KC heißt. Wir haben ja 18 neue Songs kreiert. In der Zeit war ich halt viel im Studio. Und dann habe ich gesagt, okay, da wird das Studio halt mal einen Tag jetzt unterbrochen. Dann ist meine Frau, habe ich dann extra noch, weil ich hatte kein DJ-Zeug dabei, auch keine Bühnenklamotten, weil ich da unten in Hamburg im Studio war, im Tonstudio. Und habe meine Frau angerufen, habe gesagt, Schatz, du musst jetzt mit dem Zug nach Hamburg kommen. Du musst mir Bühnenklamotten mitbringen, du musst mir meinen Laptop mitbringen, meinen Kopfhörer mitbringen, meine USB-Sticks, damit ich auflegen kann. Ich lege bei der World Peace Parade übernächste Woche an, übermorgen auf. Und du musst morgen bitte mit dem Zug hochkommen. Komm, ich hole dich dann ab. Und dann ist sie nach Hamburg, dann hat sie mich abgeholt, am nächsten Morgen bin ich mit ihr nach Berlin dann gefahren zum Auftritt und es war beeindruckend. Es hat viel Spaß gemacht auf dem Truck, die Leute, die Stimmung war wie bei der Love Parade auch. Also das war so irgendwie, man hat wirklich gemeint, also die sind älter geworden teilweise, aber viele Junge auch neu nachgekommen, aber die Älteren haben noch diese Klamotten gehabt, wie sie damals auch bei der Love Parade war, weil ich habe bei der Love Parade auch 2-mal aufgelegt und du hast sie wieder gesehen. Die Leute haben auch oben auf den Lampen gesessen und haben getanzt. Also es war wie früher. Natürlich nur nicht so groß. Also Love Parade hatte dann irgendwann über 1 Million Menschen. Fand ich aber toll, war eine Riesennummer und dann haben wir kam Armin auf mich zu nach der Veranstaltung, die war, da war noch so ein kleiner Zwischengefall gewesen mit einem DJ, was mir nicht so gut gefallen hatte und irgendwie, das war anscheinend gutes Karma, hat mir dann das dazu gebracht, dass Armin dann nochmal auf mich aufmerksam wurde und sagte zu mir, hey, hast du Bock, mein Botschafter zu werden für die World Peace Parade? Und das habe ich sehr gern angenommen. Ich spreche weltweit für die DJs und kümmere mich auch darum und bin außerdem also von Anfang an mit dabei. Und wir finden ja auch dieses Jahr wieder am 18. September statt und erwarten zwischen 80.000 und 120.000 Besucher. Also die CSD-Leute sind auch bei uns, Christopher Street Day mit dabei. Also eine tolle runde Nummer, viele tolle Namen werden mit bei mir auf dem Truck sein. Tom Wax, Jens Lissard, Jan Erret, Jens Balzer, wahrscheinlich auch Jay Frock ist mit dabei, Vanessa Zukowski ist mit dabei, Marusha ist mit dabei.
dabei. Also wir haben schon ein richtig tolles Line-up und es ist dann auch schön, so als Vorlex-Act dann vor Marusha bin ich dann dran mit meinem Set und dann macht Marusha hinten dran noch das Finale. Ich freue mich schon drauf. Ist eine tolle Nummer, macht viel Spaß und als World Peace Parade haben wir ja eine Aufgabe. Wir wollen für Weltfrieden, wir wollen, dass die Menschen mehr aufeinander zugehen. Das ist auch so meine Botschaft. Also ich mache das jetzt nicht, um als DJ da irgendwo zu sein, weil da gibt es viele andere große Veranstaltungen, wo ich auch auflege. Und da brauche ich jetzt nicht so einen Botschaftertitel für, sondern die World Peace Parade ist für mich der Ausdruck der Menschlichkeit, der Vernunft und dass man einfach auf einen Schritt aufeinander zugeht. Ich habe einen tollen Satz gehört. Damals beim Saarländischen Rundfunk war ich mit meinem Partner Peter Ries, kennt man ja, No Angels, Falco und was er alles gemacht hat, war mir zum Interview eingeladen für eine neue Platte, die wir gemacht haben. Und der Radiomoderator vom Saarländischen Rundfunk fragt uns so, was wir uns so zu Weihnachten wünschen, weil das war ganz kurz vor Weihnachten. Und Peter sagte so zu mir so mit dem beeindruckendsten Satz: Jeder ist in der Lage, die Welt ein Stück zu verbessern und fängt am besten bei sich selbst an. Und das ist genau der Punkt. Und genau mit diesem Satz bin ich auch jetzt bei der World Peace Parade dabei. Für mich ist das einfach, ich selber möchte den Leuten zeigen, alles geht, wenn man will. Wichtig ist Toleranz, aufeinander zugeben. Wir leben in einer multikulturellen Welt, das ist nicht nur hier in Deutschland so, ob aus der Türkei, aus dem Oman oder egal wo, aus Spanien, Italien, wo die Menschen aus Polen kommen, es spielt keine Rolle. Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft und wir müssen einfach alle lernen, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden und andere Meinungen zu tolerieren. Ja, da hast du recht. Vor allem Toleranz ist sehr wichtig. Ganz wichtig und ja, gerade in dieser Zeit jetzt. Will. Ja, genau. Ganz wichtig. Ja, also ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten, aber wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit und dass wir hier sein dürfen und natürlich auch hier für die CD. Und ja, ich sage, wie gesagt, Dankeschön und schön, dass wir hier sein durften. Danke euch, dass ihr hierher gekommen seid und toi, 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 alles Gute für euch. Und wie sagt mein Partner mal an dieser Stelle, gesund bleiben. Auf jeden Fall, das wünschen wir dir natürlich auch. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr weiter informiert bleiben wollt, nutzt doch einfach YouTubes Erinnerungsfunktion. Das heißt einfach liken und abonnieren. Jetzt bin ich voll durcheinander gekommen. Nein, das heißt einfach nur liken und abonnieren. Ich freue mich auf euch. Das war Britta's Talk mit Kai Soffel alias DJ Casey.